ist Scientology nun doch wieder ein Fall für den Berliner Landesverfassungsschutz. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mich mit Thomas Gando zu unterhalten. Er ist Beauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg für Sektenfragen, Scientology-Experte und Leiter des Dialogzentrums Berlin. In einem Prozess vor dem Amtsgericht Brandenburg gab die Scientology-Kirche zu, den Sektenbeauftragten überwacht zu haben. Schönen guten Abend, Herr Gando. Guten Abend. Sie wurden beobachtet von Scientology. Warum eigentlich? Ich hatte für 8 Monate einen Scientology-Aussteiger und seine Verlobte bei mir im Haus versteckt. Die bereiteten sich auf einen Prozess vor, den sie in Amerika zu führen hatten. Und sie werden von Scientology verfolgt, weil Scientology verhindern will, dass sie über ihre Erfahrungen mit dieser Organisation berichten. Würden Sie denn sagen, es gibt sowas tatsächlich wie eine direkte Schädigung durch Scientology? Viele Leute werden materiell ganz stark geschädigt. Manche Leute werden psychisch geschädigt, werden verrückt. Und es gibt viele Fälle, wo Leute bei Scientology sterben. Ich denke an den Deutschen Konrad Aigner, an die Amerikanerin Lisa McPherson oder an den Franzosen Patrick Wyss. Das sind Leute, die sind bei Scientology in deren Obhut, Pflege und Behandlung gestorben. Warum hat denn Berlin, und hier muss man ja sagen, ausgerechnet Berlin, aufgehört, Scientology vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen? Was ist Scientology in gewisser Weise ja geradezu nahelegt, jetzt in die Hauptstadt zu gehen? Also ehrlich gesagt, reicht meine Fantasie nicht ganz aus, mir das zu erklären. Knappes Jahr, nachdem der Berliner Senat diese Niederlage bei Gericht bekommen hat, dass sie keine V-Leute mehr einsetzen dürfen gegen Scientology, hat der regierende Bürgermeister den Scientology-Sprecher Tom Cruise ins Rote Rathaus eingeladen und hat ihn ins Goldene Buch der Stadt sich eintragen lassen. Ich kann das nur als einen Erfolg von Scientology Public Relations betrachten, wenn der Berliner Senat dann auch noch hat verlauten lassen, dass man, dass der Verfassungsschutz gar nicht für Sekten zuständig sei. Natürlich ist er das. Und der Bundesverfassungsschutz tut gut daran, dass er das tut. Und Scientology ist eins von 6 Arbeitsgebieten des Bundesverfassungsschutzes. Die Berliner sind da blind. Liebe macht blind. Das passt ein bisschen zu einer Nachricht aus Zeitungen von vor 2 bzw. 3 Tagen in England, speziell in London, wo es darum ging, dass die Labour Party über Umwege, auch da war Tom Cruise mit beteiligt, Geld bekommen habe. Ist das, denken Sie, die Form von Lobbyarbeit, die Scientology jetzt machen wird? Genau das erwarten wir. Scientology möchte anständig werden. Sie möchten genannt werden in Zusammenhang mit prominenten Politikern, mit Filmstars. Und dazu schaffen sie es, dass das höchste Gremium der Labour-Partei sie einlädt, sich bei einem Parteitag mit einem Stand zu präsentieren. Und dafür hat die Labour-Party auch Geld bekommen. In Brüssel hat ja die Lobbyzentrale auch schon so gewirkt, dass es keinen wirklichen Aufschrei gegeben hat, als ausgerechnet der Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung bei der totalitären Scientology-Organisation aufgetreten ist. Jetzt könnte man ja vermuten, Berlin ist ja traditionell immer die Brücke zum Osten gewesen, zum ehemaligen Ostblock auch. Die ehemalige DDR gilt eher tendenziell als atheistisch, areligiös. Könnte es sein, dass Scientology sagt, Mensch, da ist für uns jede Menge Sanierungsgebiet? Ja, Scientology ist ja eine wissenschaftliche Weltanschauung. Das behaupten sie jedenfalls von sich. Und das Wissen von Scientology wird in Schulungskursen vermittelt. Die können da ideal anknüpfen. Sie haben es aufgrund unseres Widerstands bisher bei uns im Osten so nicht geschafft. In Bulgarien sieht das ganz anders aus. Da werden Hubbard-Werke von der Akademie der Wissenschaften herausgegeben. In Russland ist es so gewesen, dass dafür 100 Tage ein Scientology-Absolvent, Herr Kirienko, Ministerpräsident gewesen ist. Also über die den wachsenden Einfluss von Scientology weltweit wundere ich mich nicht mehr, nachdem ich das erlebt habe, was in Russland möglich ist.
Das fängt ja klein sozusagen an, nämlich in den Schulen. Und die scheint Scientology sich ja jetzt als besonderes Objekt der Begierde ausgesucht zu haben. Ja, es gibt einen extra Werbetrupp in Berlin von 150 Scientologen, die sich für 3 Monate verpflichtet haben, in Berlin zu arbeiten. Und nun ist ausgerechnet vor dem neuen Hauptquartier eine Bushaltestelle, wo Schüler mehrerer Schulen umsteigen müssen. Und die Scientology-Werber sprechen diese Schülerinnen und Schüler, ob klein, ob groß, an. Es besteht also auch eine Gefahr für Einzelne, gerade für Jugendliche. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Gando. Der Wetterbericht. Hochadelgund.